Und unser Kollege Christoph Wanner ist mir jetzt zugeschaltet aus Moskau. Schönen guten Morgen, Christoph. Die Times schreibt ja, dass die ersten NATO-Länder der Ukraine keine Waffen mehr liefern können, weil sie offenbar nichts mehr haben. Kann man denn sagen, wie solche Nachrichten auf die Russen wirken? Ja, also die New York Times schreibt, dass wohl rund 2/3 der NATO-Länder nicht mehr genug Waffen und Munition hätten, um die Ukraine tatkräftig zu unterstützen. So, und diese Nachricht der New York Times, dafür haben die Kreml-Leute nur ein müdes Lächeln übrig. Denn hier weiß man natürlich genau, dass es nur auf ein NATO-Land wirklich ankommt, und das sind die Amerikaner. Und solange die USA der Meinung sind, die Ukraine mit Waffen und Munition unterstützen zu müssen, wird das auch passieren. Und zwar durch die 10 größeren NATO-Mitglieder, unter anderem auch durch Deutschland, aber vor allem natürlich durch die Amerikaner. Und die Russen haben natürlich auch mitbekommen, dass auch seitens der Republikaner in den USA gemeldet wurde oder die Bereitschaft geäußert wurde, die Ukraine auch weiter zu unterstützen. Und deswegen macht man sich hier keine Illusionen, dass jetzt da irgendwas zusammenbrechen könnte in Bezug auf die Ukraine-Unterstützung. Und man ist sich hier ja auch absolut darüber im Klaren, oder das ist die russische Art, das Ganze zu betrachten, dass man sich ja de facto, das hat Putin ja auch oft gesagt, im Krieg gegen die NATO befindet, im Krieg gegen die NATO-Führungsmacht USA, und dass eben die USA mit den Händen, so Putin, der Ukraine gegen Russland kämpft, mit dem Ziel, Russland maximal zu schwächen und die Vormachtstellung der USA eben weiter auszubauen auf dem eurasischen Kontinent. Das ist keine neue Sichtweise, das haben die Russen mehrmals genau so berichtet, und sie sind auch bei dieser Sichtweise geblieben.